Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Leute, dieses Video hier wird alles, was ich in meinen letzten Videos gemacht habe, killen. Also ich glaube, es wird die letzten paar Videos einfach mal so richtig umbringen. Es wird einfach Boom machen. Denn in diesem Video heute möchte ich einen Fan pranken. Also ganz kurz, ich habe so einen Prank schon mal gemacht und da hat das Video sehr viel Hate bekommen. Hate macht mir normalerweise nichts aus, nur bei diesem Video hat es mir wirklich was ausgemacht. Denn viele haben geschrieben, es war asozial und whatever, also keine Ahnung. Das Ganze möchte ich in diesem Video anders machen. Also, ich werde jetzt gleich auf Instagram ankündigen, dass ich Fancalls mache. Und dann werde ich mir eine Nummer rauspicken von einem Mädchen. Also ich gucke extra, dass es ein Mädchen ist. Und dann möchte ich dieses Mädchen pranken. Ich möchte offiziell mit den Gefühlen von diesem Mädchen spielen. Ich weiß, man spielt nicht mit Gefühlen von anderen Leuten. Ich weiß nicht, wie oft man sowas sagen muss. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt rechtfertigen muss. Denn das ist ein Prank, Leute, okay? Es wird jetzt vielleicht für ein paar Leute asozial wirken, aber es soll gar nicht asozial sein. Ich versuche auch relativ nett zu sein, aber ich möchte halt, dass ihr schockiert seid ein bisschen und dass natürlich auch der Fan ein bisschen schockiert ist. Ja, also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen des Videos und let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, ich rufe sie jetzt an. Ich habe mir noch ganz kurz das Skript durchgelesen. Let's go. Ich werde mir das aber nebenher natürlich auch noch durchlesen. Let's go. Hey. Hey. Danke. Hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, geht. Naja, auf jeden Fall. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, okay? Okay. Aber ich rufe nicht wegen einer Fancall an. Okay. Also. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? Also ich rufe viel mehr wegen der Beziehung an. Ja, wahrscheinlich. Nein, das... Pass auf, mir geht's in letzter Zeit wirklich nicht gut wegen dem Mädchen. Und... Egal, ob du jetzt denkst, ich prank dich oder nicht, aber... Naja, das Mädchen war meine Freundin und die hat Schluss gemacht. Und ja, ich bin jetzt halt ein bisschen depri deswegen. Ich werde dich nicht pranken. Ich schwöre auf alles, ich pranke dich nicht. Doch. Nein, also... Egal, was du jetzt denkst, auf jeden Fall, ich brauche eine Freundin. Achso, okay. Hast du einen Freund? Nee. Guck mal, ich verzweifle schon fast deswegen so, weil ich habe halt einfach keine Freundin und deswegen nutze ich die Fancalls, dass ich eine Freundin bekomme. Was? Ich glaub das nicht. Ich prank dich nicht. Ich kann auch anrufen, eine andere anrufen, weil, guck mal, es, bei dir ist so, wenn du denkst, ich prank dich, dann kann ich auch gar nicht erst anfangen, so mit dir überhaupt probieren. So. Doch, Niklas, du prankst mich. Wie heißt du eigentlich? Hm? Wie heißt du eigentlich? Sophie, ist ein schöner Name. Danke. Ja, auf jeden Fall, jedenfalls, ich will eine Freundin. Also, das hast du jetzt, glaube ich, schon mitbekommen. Ja. Guck mal, deswegen habe ich das ja auch auf Instagram angekündigt, dass ich Fancalls und so mache. Einfach, ich brauche eine Freundin und durch Fans kann ich eine Beziehung vielleicht führen. Du hast in deinem letzten Video oder so noch gesagt, dass du noch keine Freundin brauchst oder so zurzeit. Guck mal, das sind Videos. Das ist YouTube. Du weißt nicht, ob da was echt ist oder nicht. Komm, du prankst mich gerade. Ich frag mich, sag wie. Doch was? Sag doch einfach, du prankst mich gerade. Warum denkst du das? Guck mal, warum denken so viele Mädchen, dass ich sie pranken würde? Weil. Keine Ahnung. Siehst du, guck mal. Ich frag dich jetzt einfach. Willst du es überhaupt probieren? Wir können auch, wenn du nicht möchtest, können wir auch erst so versuchen, uns so ein bisschen kennenzulernen, so über WhatsApp und so. Aber. Wir können auch öfters telefonieren. Du bist die Erste. Glaub ich nicht. Nein, du bist wirklich die Erste, deswegen probiere ich sie auch bei dir. Guck mal, wenn du nicht möchtest, ich kann andere anrufen. Könntest du es dir überhaupt mit mir vorstellen?
sein würde es nicht. Stimmt natürlich auch wieder, aber wo wohnst du? Also sag mal, in welcher Nähe du wohnst. Hm? Ich wohne in einer kleinen Stadt, die keiner kennt. Kennst du Karlsruhe? Ja. Wohnst du da in der Nähe? Nein. Schade. Kannst du eine Fernbeziehung vorstellen? Nein. Nein. Also wir können uns ja auch treffen. Guck mal, ich treffe mich auch mal mit jemand, die wohnt 3 Stunden entfernt oder so, aber will nicht. Hm? Hm? Kannst du dir etwas mit mir vorstellen? Also jetzt ernste Frage, willst du mit mir zusammen sein? Ich frag dich jetzt ein letztes Mal. Okay. Willst du mit mir zusammen sein? Du willst nicht aufhören, bevor ich nicht ja sage, oder? Ich kann auch einfach auflegen und bei einer anderen versuchen. Ja oder nein? Just for fun, das ist also nicht ernst gemeint. Just for fun kann ich auch sagen, ja. Aber es ist ja da keine Liebe. Ja, weil ich nicht glaube, dass du das ernst meinst. Das glauben so viele nicht. Guck mal, warum glaubst genau du, dass ich das gerade nicht ernst meine? Weiß nicht. Wie alt bist du? Hm? Ich bin 14. 14. Guck mal, ich bin auch 14. Das passt perfekt zusammen. Wie gesagt, ja oder nein? Nicht just for fun, ja oder nein? Ich mein's ernst. Nein. Nein? Fernbeziehung. Okay, auf die Antwort habe ich gewartet. Pass auf die Antwort habe ich gewartet. Okay. Weil... ich liebe es, wenn Mädchen sagen nein. Ich mag es, gekorbt zu werden. Okay. Ja, genau. Was ich damit eigentlich sagen will, dass... also ich wirklich keine Fancalls mache. Und du, glaube ich, schon 3-4 Mal gesagt hattest, dass ich dich pranke. Und ich dich, glaube ich, 3-4 Mal angelogen habe. Das heißt so viel, wie dass ich dich gerade pranke. Ja, ich weiß. Du weißt? Du weißt es nicht. Du wolltest es gerade überlegen. Doch, ich hab doch die ganze Zeit gesagt, dass es ein Prank ist. Nein, ja, aber jetzt gerade hast du wirklich überlegt, ob es ein Prank ist, ja oder nein. So. Auf jeden Fall, es war... war es jetzt ein gelungener Prank oder ein schlechter Prank? Geht doch. Fandst du den Prank scheiße? Nee, eigentlich nicht. Okay, cool. Dann lege ich jetzt auf, okay? Ja, okay. Tschüss. Ciao. Alter, ich habe viel zu lange auf mein fucking Skript geguckt. Ey, ich mache mir so ein scheiß Skript nie wieder, Mann. Das verwirrt mich voll, wenn ich so ein Skript mache, Alter. Schreibt immer in die Kommentare, wie ihr den Prank fandet, ob ich es gut hingekriegt habe oder nicht. Sie hat es jetzt nicht geglaubt, der Prank hat nicht so funktioniert. Oh Mann. Egal, ist aber auch besser so. Aber ihr müsst schon sagen, denkt ihr, sie hat es kurzzeitig geglaubt oder nicht? Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Sie hat zwar ja, die ganze Zeit gesagt, ja, ich prank dich und so, aber sie war schon so ein bisschen verwirrt, oder Leute? Schreibt doch in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, wie ich vielleicht mal so meine Fans nochmal prank. Schaffen wir unter diesem Video 10.000 Likes. Weiß nicht, warum ich so eine hohe Zahl nehme, aber gut, 10.000. Schaffen wir es? Ich denke schon. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. I don't know. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Das war's mit dem Video. Folgt mir gerne noch auf Instagram. Ich heiße Niklas Walz. Ist hier auch nochmal für euch eingeblendet. Das war's jetzt wirklich mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.